ziemlich alle. Und ja, ich mag das Spiel sehr, es hat richtig Potenzial. Leider wurde es extrem unfertig auf den Markt geworfen. Aber das wurde jetzt auch durch den Community Patch, den wir haben, hier drauf, den aktuellsten, ist es schon gut behoben. Also in der Verkaufsversion konnte ich das nicht lagfrei spielen. Und heutzutage geht das so extrem lagfrei. Das freut mich sehr. Geht doch, wieso nicht schneller? Wir nehmen alles in Steck. Wir könnten noch auch ein bisschen auf Ausdauer und Vitalität skillen, aber wir machen alles auf Stärke. Wir brauchen den Schaden. Und hier nehmen wir am besten am Anfang eine Kunde für die Waffen. Schaftwaffen finde ich nicht so oft und ist auch eher für einen Schattenkrieger oder so. Wir nehmen Schwertkämpfer Stangenwaffenkunde können wir auch schon mal später bei einem anderen Charakter nehmen. Fernkämpfer auch. Also machen wir Schwertkämpfer. Sonst haben wir hier noch defensive Fähigkeiten. Fähigkeiten, die uns unterstützen. Zum Beispiel die Itemfindchance erhöhen oder besseres Handeln. Und hier oben sind die Regenerations- und Schadenssachen. Zum Beispiel hier alte Magie, das ist für Magier interessant. Und ja, also nicht waffenbasierte Kampfkünste. Und verringert den Magiewiderstand der Feinde. Also Schwertkämpfer. Machen wir hier noch einen Punkt rein. Und jetzt sollten wir uns ein Schwert holen. Luna, nicht jammern. Ja, wir haben ein Schwert hier. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Rüstung. Da sind wir noch langsamer. 6.1, da können wir den da auswechseln. Die Ringe kann man dann noch einschmieden, also lassen wir die. Hier werden noch ein Schwertkämpfer plus 1. Das wäre gar nicht mal so uninteressant. Dafür den Angriffswertring reintun. Hier noch ein Trank des Mentors, brauchen wir aber nicht. Also setze ich erst viel später ein, wenn es richtig was bringt. Wenn wir sehr wenig Erfahrung bekommen für das Leer, also viel Erfahrung brauchen vor allem, aber momentan den einzusetzen, ja, wir könnten hier schneller einsetzen, wenn wir eine große Gruppe finden, ja, aber besseres brauchen wir den noch nicht ganz so dringend, also ja. Eine aggressive Robbe. Wie kann die denn aggressiv sein? So, hier haben wir den ersten Händler. Das sieht man am Symbol. Können wir ein paar Sachen verkaufen. Einen Giftzahn. Der ist noch gut. Zum Einschmieden. So. Leider gibt es noch nicht viel im Angebot. Ah, wir haben noch nicht genug Geld. Ah, das kostet 919. Okay. Schmuck. Da war ein 6er-Ring, aber den kaufen wir nicht. Okay. Ja, hier gibt es eine blaue oder hier einfach grün, also auf der Map sind die blau und hier sind sie grün. Diese Quests sind eben charakterbasiert, da hat jeder Charakter eine andere Startquest und weiterführende Quest und Nebencharakterquests und so. Beschaffe die gestohlenen Bauteile und als Belohnung bekommen wir skatinierte Beinlinge. Da schauen wir mal auf die Map. Da seht ihr mal, wie gigantisch das wird. Also da haben wir sehr viel zum Erkunden.
Hier hoch geht's auch noch. Also das wird ein langes Let's Play. Schon nur bei Bronze, wo ich eigentlich durchlaufe. Und ja. Da werden wir lange dran hocken. Seid mir gegrüßt, werter Herr. Es soll ein Getränk nun geben, das in Kannen serviert, den Trinkenden das Fliegen lehrt. Hörtet ihr denn auch davon? Red Bull verleiht Flügel. Ja, so kleine Easter Eggs, Anspielungen und so sind extrem oft eigentlich vertreten hier. Also es ist richtig auch ein Spiel zum sich amüsieren, zum Lachen. Zum Beispiel sagt der Terminator mal etwas über den Arnie, weil er Terminator gespielt hat. Und er sagt mal, oh, was war das? Oh mein Gott. Ich hatte es erst gehört. Ja, weiß ich, vielleicht fällt es mir noch mal ein, aber er sagt etwas ganz Lustiges. Bringt mir 4 Gelbfußkröte aus dem Koboldlager. Okay. Also, ja, vor allem die Sprüche oder die Grabsteine sind extrem lustig, also, ja, wenn man rauskommt, also viele Witze sind auch ein bisschen schwer zu verstehen, aber, ja, sind relativ lustig. Dann gibt es noch Easter Egg Items, zum Beispiel eine Osterhasenmütze, das sieht sicher geil aus auf dem Tempelritter. Sag ich auch schon Terminator. Oh je. Und dann gibt's noch. Was gibt's noch? Ja, lustige Quests gibt's. Alles Mögliche. Also wir werden vieles aufdecken, was lustig ist. Ich werde euch ein paar Easter Eggs zeigen, die richtig schwer versteckt sind. Und so weiter. Also das Let's Play ist nicht nur ein Durchspielen vom Spiel und sonst nichts. Es ist sehr abwechslungsreich und ja, ich bemühe mich so spannend zu machen wie möglich. Also langes Schnetzeln oder so liegt bei mir nicht so drin. Für das haben wir Diablo 3. Dieses Spiel ist nicht so kampfbasierend. Also es ist trotzdem ein Action-Rollenspiel. Also es hat schon viel Kampf, aber auch sehr viel Dialoge und ja, Quests. Es ist mehr ein Action-Rollenspiel-Rollenspiel. Also ein Action-Action-Rollenspiel mit Diablo 3. So. So, wenn ich manchmal oft speichere, aber das Spiel stürzt immer noch ein wenig oft ab. Vor allem beim Laden. Aber das seht ihr eigentlich nur durch den kleinen, das kleine Info hier. So, wir müssen hier noch ein paar Goblins finden. Ah, hier unten ist noch einer. Dann gehen wir mal hier über die Brücke. Und schauen, was wir hier haben. Eine Wiese. Ein Gold, wow. Ich habe immer 30 FPS momentan. Sehr cool. Oh, ich weiß noch, als ich mich extrem bemühte, wenigstens einen Kampf ruckelfrei zu bekommen. Und da hatte ich nicht einen anderen PC. Keine andere Hardware, schlechtere Hardware noch. Das war nur wegen der Engine hat das so extrem geleckt. Aber momentan, also jetzt in der Endversion mit Eisenblut und mit dem Community Patch ist das Spiel schon fast perfekt. Also es ist richtig cool. Und ja, macht richtig Spaß. Ein kleiner Kritikpunkt ist einfach, dass die Gegner sich
entweder sehr schnell zu schlecht oder zu stark werden. Also das richtige Balancing ist halt auch nicht da, weil sie auch nicht so viel Zeit hatten. Und der Sekre 2 war auch ein Problem, dass Ascaron bankrott wurde, also insolvent. Es war nicht so erfolgreich, glaube ich, wie der erste Teil. Weil der erste Teil noch 2D-Grafik hatte, war das viel leichter alles herzustellen, texturieren und so. Und ja, wegen den vielen Bugs wurde es nicht so oft verkauft und die Konsolenversion kostete auch noch sehr viel. Ja, aber es war immer noch eines der erfolgreichsten deutschen Spiele. Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen. Aber es kostete so extrem viel. Ich weiß nicht, wieso sie unbedingt so ein teures Sekre 2 machen mussten. Weil das erste so erfolgreich war, oder was? Hätten es sie doch ein bisschen kleiner gemacht, nicht so eine gigantische Welt oder so. Dann würde... ja. Dann würde jetzt wahrscheinlich schon Sekre 3 draußen sein. Das jetzt nicht nur ein Abklatsch ist, wie das, was wirklich erscheint. Sondern ein richtiges Spiel, also nicht nur ein Action-Adventure mit Maps und mit sonst so, sondern mit offener Welt wie hier. So, dieser Goblin gehört zu einem Mega-Quest. Das ist ein Studio 2 Mitarbeiter, Steve Mannekeller. Ich bin nur auf der Durchreise, genau wie ihr. Vielleicht treffen wir uns später erneut. Diese Quest werden wir dann später machen, sobald wir dorthin kommen. Und, ja. Die Quest hat noch ein richtig cooles... Also es ist im Allgemeinen ein Easter Egg, aber es hat noch einen coolen Schauplatz, der richtig, ja, amüsant ist. Und alle fragen... Was zur Hölle macht dieser Schauplatz eigentlich in dieser Welt? So, jetzt können wir nochmal seine neue Fertigkeit wählen und jetzt nehmen wir Taktikkunde. Wir brauchen den Schaden. Und nein, wir nehmen noch nicht Taktikkunde. Nahkampffokus brauchen wir auch noch nicht. Wir setzen keine Skills aktiv ein. Wir nehmen jetzt geschärfte Sinne, dass wir so schnell wie möglich mehr Magic Find haben und dann Handel freischalten, weil wir müssen hier 5 Punkte in eine andere Fähigkeit, also in eine von den vorderen, tun, damit Handel freigeschalten wird. Und wir skillen gerade mal Schärfe, Geschäfte Sinne, einfacher 5, um dann Handel skillen zu können. Und hier haben wir gesagt, Stärke, so. Hier könnten wir dann noch die Kampfkünste ausbauen, aber dafür müssen wir ein bisschen leveln oder Nahkampffokus auswählen, also skillen. Aber im Moment ist es nichts wichtig. Wir sind genug stark, auch ohne diesen Skill. Ah ja, hatten wir nicht hier noch eine Quest? Genau. Gehen wir zu dieser Quest, die ist hier oben. Hier ist eine Diebin. Die Batterie nehmen wir jetzt nicht mit. Das ist eine graue Batterie, die ist auch nichts wert. So, haben wir die Quest auch erledigt. Also jetzt müssen wir noch zurückgehen und sie abgeben. Es gibt manchmal so kleine leuchtende Stellen. Die haben dann immer einen Schatz drin. Also mit geschärften Sinnen haben wir dann auch erhöhte Chance, die zu finden. Weil wir besser sehen können, also bessere Sinne, ja, Sehsinn haben und Hörsinn und alles Mögliche. Wir können auch hier so
bisschen laufen. Aber reingehen können wir leider nicht. Da sehen wir die besonders detaillierten Charaktermodelle. Da kann man sogar durchschauen, sieht man die Zahnräder, alles mögliche. Richtig schön gemacht. Bei diesem Game ist auch, wenn man lange stillsteht, redet er plötzlich etwas. Ich hoffe, es geht nicht zu lange. Die Ohren sind auch lustig. Ein G. Jetzt dreht er sich um. Aha. Red was? Ja, das kann wahrscheinlich nur der Tempelritter. Tempelwächter, genau. Ja, Tempelwächter. Huh. Tempelritter ist von einem Film. Und sonst. Komm, sag was. Wieso sagst du denn nichts? Komm schon. La, 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 la. Hier können wir die Karte ein bisschen verändern. Nicht größer machen, Maßstab ein bisschen. Ah, da kann man nur heranzoomen. Maßstab.